Seit Juli ist es amtlich und fix. Die Schutzmaskenpflicht oder man müsste sagen die Mund-Nasen-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, die gilt nicht nur, sondern die wird eben seit dem Juli auch geahndet. Man muss bei Zuwiderhandlung und bei Nichttragen einer Schutzmaske im äußersten Fall sogar 50 Euro bezahlen. Circa 12.500 Mal hat das U-Bahn-Personal Gäste und Fahrgäste hier kontrolliert, angesprochen, jedoch die Strafe, die wurde nur 60 Mal verhängt. Das hat damit zu tun und hier legt man von Seiten der Wiener Linien ganz besonders Wert darauf, dass nur jene Personen gestraft werden, die sich hier aktiv sozusagen widersetzen bzw. möglicherweise auch das Personal beschimpfen und auch das soll vorgekommen sein.